Die Paulskirche ist der Ort der Demokratie in Deutschland, sowohl ihrer historischen Tragik als auch des fortwährenden Bestrebens, dass sie gelingen möge. Sie ist zudem der Ort, es wurde bereits darauf hingewiesen, wie könnte es anders sein, wo Thomas Mann vor 71 Jahren, ziemlich genau auf den Tag, am 200. Geburtstag Goethes, den Goethepreis entgegennahm. In seiner Rede, wir haben einen kurzen Ausschnitt gesehen, antwortete er auf die Kritik, die ihm, wie so vielen anderen Emigrantinnen, auch entgegenschlug, sich aus der sicheren Ferne gegen das eigene Land gewandt zu haben. Und sie macht in unverwechselbaren manchen Worten klar, was auch seine berühmten Radioansprachen während des Krieges zeigen, dass sein Zorn und seine Abscheu dem nationalsozialistischen Regime und seinen Verantwortlichen galten, er dabei aber die Hoffnung nie aufgab, Deutschland möge seinen Weg zurück in die Gemeinschaft der friedlichen und demokratischen Staaten finden. Wir sind, wenn wir uns hier treffen, immer noch Teil dieser Geschichte, haben aber das Glück, in einer anderen Zeit als der zu leben, in der Thomas Mann in die Zerrissenheit gezwungen wurde, den Untergang des Nationalsozialismus, nicht aber Deutschlands zu wünschen. Nach wie vor gilt, was er 1938 in dem Vortrag über den zukünftigen Sieg der Demokratie, wir werden noch davon hören, seinem ersten Vortrag für ein amerikanisches Publikum schrieb, Zitat, »Es gibt keinen Besitz, der Nachlässigkeit vertrüge. Selbst physische Dinge sterben ab, gehen ein, kommen abhanden, wenn man sich nicht um sie kümmert. Wenn sie Blick und Hand des Besitzers nicht mehr spüren und er sie aus den Augen verliert, weil ihr Besitz ihn allzu selbstverständlich dünkt.« Zitat Ende. Das gelte auch für die Demokratie, wie man ausführt, die kein gesichertes Gut sei und daher Selbstbesinnung, Wiedererinnerung, Bewusstmachung benötige. Eine extreme Form der Vernachlässigung nennen wir im Deutschen Verwahrlosung. Die Verwahrlosung der Demokratie, über die ich sprechen will, ist etwas anderes als das Verkümmern lassen einer Pflanze, die man nicht gießt. Sie ist nämlich eine Selbstvernachlässigung, denn Subjekt und Objekt dieser Verwahrlosung sind wir selbst. Wir achten nicht mehr dann genug auf die spezifisch demokratische Form unserer politischen Ordnung, unseres gesellschaftlichen Lebens insgesamt. Denn die Demokratie ist nicht nur eine Staats-, sondern auch eine Lebensform. Und sie ist zuallererst eine Denkform, denn sie erfordert eine bestimmte Haltung zu sich und anderen. Mit Verwahrlosung der Demokratie meine ich Prozesse des Verkommenlassens, die von innen stammen, die aus einem falschen, gleichwohl verbreiteten Demokratieverständnis herrühren und dabei blind machen für den Übergang der Demokratie ins Autoritäre, also für eine Verkehrung, in Frankfurt sagt man, eine Dialektik der Demokratie. Solche immanente Verwahrlosung zeigt sich daran, dass uns die Begriffe verrutschen, es etwa die Möglichkeit illiberaler Demokratie geben soll oder jemand, wir sind das Volk, ruft und eigentlich die Unmenschlichkeit propagiert. Mit Thomas Mann gesagt, sind es solche gestohlenen Worte, für die wir ein Sensorium brauchen. Beginnen wir mit einer kurzen Reflexion darauf, was Demokratie heißt. Sie ist ihrer Idee nach eine normative Ordnung, in der diejenigen, die Gesetzen unterworfen sind, zugleich die Autoritäten sind, die einzigen Autoritäten sind, über diese Gesetze im Modus öffentlicher Rechtfertigung zu befinden. Alle Bürgerinnen gemeinsam bleiben auch dann oberste Gesetzgeber, wenn sie Repräsentantinnen autorisieren, diese Funktion zu erfüllen. Die Demokratie ist dabei keine Schönwetterveranstaltung, sondern stets im Konflikt. Im Konflikt mit den Gewalten, die sie überwinden muss, um diese zugegeben anspruchsvolle Idee auch nur annäherungsweise zu verwirklichen. Klassisch gesprochen, der Feudalismus, das Patriarchat oder die Klassenherrschaft. Die Demokratie kämpft beständig gegen die Kräfte, die dem Ziel entgegenstehen, eine Gesellschaft zu schaffen, in der die Mitglieder einander als Gleiche begegnen und Ungleichheiten insbesondere vor denen gerechtfertigt werden müssen, die am schlechtesten abzuschneiden drohen. Auf dem Wege der Realisierung der Demokratie ist das Mehrheitsprinzip, das sich gegen die Herrschaft der wenigen wendet, essentiell.
Aber es schlägt in sein Gegenteil um, wenn dies zu neuer Klassenherrschaft führt und sei es die der viel zitierten Mittelklasse, die die Armut anderer nicht mehr kümmert, solange sie selbst zu profitieren glaubt. Die Ignoranz gegenüber der Lebenslage derer etwa, die es sich nicht leisten können, ihr Kind auf eine Klassenfahrt mitschicken zu können, ist ein deutliches Zeichen für die soziale Verwahrlosung in einer Demokratie. Eine begriffliche Trennung von Demokratie und Gerechtigkeit ist der theoretische Ausdruck dieser Verwahrlosung. In Deutschland ist das Wort Volk als Übersetzung für Demos historisch belastet. Die Herrschaft des Volkes über sich selbst, ein emanzipatorischer politischer Anspruch, der emanzipatorische politische Anspruch überhaupt, kann so verkommen zur Vorherrschaft derer, die wirklich Deutsche zu sein meinen, denen gegenüber, die vermeintlich nicht richtig dazugehören oder nur geduldet sind. Die Nation wird zur ethnischen Familie, sie schließt sich ab und andere aus. Wie lange noch müssen sich Menschen mit türkischstämmigen Namen in deutschen Amtsstuben oder Firmen wegducken, wenn sie einen Anspruch geltend machen wollen? Solche Exklusion erhält besonders im Westen der Bundesrepublik nicht selten eine religiöse Pointe, der zufolge die Demokratie recht verstanden christliche Wurzeln habe und die den Islam als Demokratie unverträglich auf die Plätze des Nachsitzens verweist. Und wer sich die Exzesse der Brutalität vergegenwärtigt, die aus dem Umfeld vermeintlich patriotisch Gesinnter auf Asylsuchende oder einfach Ausländer zielen, der versteht, wieso Thomas Mann 1945 den Deutschen eine ungute Tradition der, Zitat, völkischen Rüppeldemokratie bescheinigt, aufbauend auf dem Missverständnis, Freiheit heiße, das Recht zu haben, wieder Zitat Mann, Deutsch zu sein, nur Deutsch und nichts anderes. Der völkische Demosbegriff bis hin zur Xenophobie und zum Rassismus gesteigert, ist ein die Demokratie in die extreme Verwahrlosung treibendes Gedankengift. Wie die Geschichte der USA bis in die jüngste Gegenwart hinein zeigt, prägt der Rassismus aber auch dort, wo die Nation ganz anders entstanden ist, die Strukturen einer Gesellschaft nachhaltig. Die Wunde der einstigen Sklaverei verheilt nicht. Nicht minder bedenklich ist die spiegelweltliche Verwahrlosung auf Seiten von Eliten, die sich vom sogenannten Pöbel abwenden und die Reproduktion ihrer Privilegien nicht nur geschickt sichern, sondern sich auch dafür rühmen, das Niveau der Gesellschaft zu heben und zu schützen. Es gibt kaum eine existierende Demokratie unserer Tage, in der sich nicht solche Blasen der Abgehobenheit finden, die den Rufen nach Demokratisierung der Gesellschaft und der Rechtfertigungsbedürftigkeit extremen Reichtums so elegant aus dem Weg zu gehen vermögen. Die Elitenkritik wird aber aufs falsche Gleis gesetzt, wenn sie nicht zwischen ihrer Berechtigung durch marginalisierte soziale Gruppen einerseits und andererseits der Niedertracht derjenigen unterscheidet, die etwa die Entscheidung der Aufnahme von Flüchtenden im Jahr 2015 als undemokratisch geißeln und doch nur meinen, dass diese Leute hier nichts zu suchen haben und damit zeigen, dass ihnen Menschenrechte gleich sind. Die Klage Unterprivilegierter ist demokratisch unabdingbar. Der blinde Hass aber auf Gruppen, die noch weniger Privilegien haben, denen man solche aber andichtet, drückt schiere Menschenverachtung aus. Und der Begriff der Demokratie verrutscht, wenn sie als voluntaristisches Instrument von Mehrheitsmacht verstanden wird und nicht selbst mit Grundrechten, die die Gleichheit aller sichern, verknüpft wird, sodass sie durchaus illiberal agieren könne und immer noch eine Demokratie sei. Er kommt auch dort auf die schiefe Bahn, wo die Gleichheit der Bürgerinnen nicht mehr als Gerechtigkeitsimperativ ernst genommen wird, egal ob von denen oben, in der sogenannten Mitte oder unten. Und auch dort, wo der demokratische Streit verroht, zur unerbittlichen Feindschaft, zur Lüge, zur Tatsachenverdrehung bis hin zur Leugnung des Klimawandels etwa oder der Existenz eines Virus
mit entsprechenden Verschwörungstheorien versehen. Man muss kein Dialektikdiplom in der Tasche haben, um zu verstehen, dass in Zeiten, in denen immer mehr politische und ökonomische Handlungsmacht von Staaten verloren geht, weil die Gesetze des globalen Marktes sich nicht an nationale Spielregeln halten, dass in solchen Zeiten politische Kräfte populär werden, die ein Take Back Control oder Make America Great Again oder Again Again versprechen. Der globale kapitalistische Darwinismus soll eben nicht gezähmt werden, vielmehr wünscht man sich einen besseren Platz in diesem Spiel. Hier erzeugt eine strukturelle Krise der nationalstaatlichen Demokratie eine Gegenreaktion, die sich mit Verwahrlosungstendenzen der beschriebenen Art verknüpft, etwa indem Migrantinnen zu Symbolen für globale Bedrohungen gemacht werden, gegen die nur hohe Mauern helfen. Thomas Mann, den Nationalsozialismus, Emigration und Krieg zu einem engagierten Weltbürger gemacht hatten, wies hellsichtig darauf hin, dass die Zukunft der Demokratie nicht nur in einer sozialen Demokratie liege, die sich der sozialen Gerechtigkeit verschreibt, ernsthaft verschreibt, sondern auch einen übernationalen Charakter der Demokratie erfordere. Zitat: Weltökonomie, die Bedeutungsminderung politischer Grenzen, das Erwachen der Menschheit zum Bewusstsein ihrer praktischen Einheit, ihr erstes ins Auge fassen des Weltstaats. Wie sollte all dieser über die bürgerliche Demokratie hinausgehende soziale Humanismus, um den das große Ringen geht, dem deutschen Wesen fremd und zuwider sein? Zitat Ende. Mit diesen weiterhin aktuellen Worten aus dem berühmten Essay über Deutschland und die Deutschen von 1945 schließe ich und erinnere noch einmal daran, dass die Verwahrlosung der Demokratie unser eigenes Versagen ist. Niemand wird und kann sie verhindern, wenn wir es nicht selbst tun, mit klaren Begriffen und Urteilen und dem Mut zur Vernunft.